Yo, was geht ab und herzlich willkommen auf DOGG, meine lieben Freunde. Ja, also ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Freunde, auf diesem Kanal gibt es Rap-News jetzt regelmäßiger. Wäre cool, wenn ihr ein Abo da lässt und ein Gefällt mir und am Start bleibt. Ja, meine lieben Freunde, das Album von Enno steht an. Ja, was noch nicht richtig released wurde, aber es steht schon in den Startlöchern. So wie das Album von Dardan, das aber schon mit einem offiziellen Release via, also was sagt Amazon? Amazon sagt, August wird das Album veröffentlicht. Und zwar trägt es den Namen Sorry, Sorry, meine lieben Freunde. Also nur ein Sorry, nicht zwei. Ja, passend zu diesem Release würde ich mal sagen, kommt der Track Wer macht Para Teil 2 raus. Schreibe paar Zeilen und kille die Parts. Mache paar Millen und chille mein Arsch. Sag mir, wer macht Para? Wer macht Para? Para? Zeig mir einen, der mehr. Teil 1 war schon ein ziemlich krasser Hit, würde ich mal so sagen, im Jahre 2016, also Ende 2016 Richtung. Genauer gesagt am 22.09.2016. Ich habe mal ein bisschen recherchiert, meine Freunde, ne? Hat derzeit bis zu 25 Millionen Klicks. Also das ist schon zu der Zeit, wo das Lied rauskam, würde ich mal sagen, schon eine Sensation. Wenn man jetzt überlegt, die Rapper haben derzeit viel, viel mehr Hype als damals. Ne, damals waren sie so kleine Lauchgestalten, ja, liefen da mit so komischen Trikots rum und also der Style war nicht wirklich alltagsgerecht, sag ich mal, was so heutzutage bei den Rappern so in ist mit diesen ganzen Bling Bling und Karren, dies, das, ne, also da wird sich auf jeden Fall im Teil 2 auf jeden Fall vieles tun. Ich habe mir das offizielle Snippet reingezogen, Freunde, das am 18.06.2019 rauskam. Und ich würde sagen, da kommt auf jeden Fall eine richtig heftige Bombe auf uns zu. Enno und so wie auch der Dardan haben wirklich einige Monate lang ihre Fans wirklich strapaziert, würde ich mal sagen. Ja, immer wieder solche Clips reingehauen, rausgehauen, wo sie dann quasi ein bisschen Werbung für das Ganze gemacht haben. Also diese ganze Promo-Phase ging eigentlich schon letztes Jahr 2018 los und zog sich so eigentlich bis Mitte April, Ende April, wo dann Dardan in einem Livestream gesagt hat, okay, der Track kommt jetzt raus. Ich blende euch mal kurz den Clip ein, Freunde, von Dardan in seinem Livestream via Instagram. Dieser Song wird alles auseinandernehmen. Dieser Song wird alles auseinandernehmen. Schreibe ein paar Zeilen und ficke dem ab. 9 mm schicke dir dein Ticket ins Grab. Mr. Blatt wie im Porsche, bei der AFD, wer ist ein Digger oder mein Versteig? Weiß, der ist leise, macht die Kohle einfach. Ficke gleich dein Knife, du kleiner Hosenscheißer. Ihr wollt also Sound haben, hör, wie bei Wer macht Para, hör, mit meinem Bruder Dardan. Bruder, drück mal auf Play, ja, kann, drück auf die Taste. Lauter, dreh dich. Hypnotize, alles oder nix. Bescheid. Schreibe paar Zeilen und ficke dem ab. 9 mm schicke dir dein Ticket ins Grab. Mr. Da, die im Porsche ist bei der AFD. Wer ist ein Digga oder mein Versteig? Weiß, der ist leise, mach die Kohle einfach. Ficke gleich dein Held, du kleiner Hosenscheißer. Mach bitte nicht auf extravagant. Wer ist der MVP für mein nächstes Kids? Klammer, der Fucker hat er meine Chest. Wie sagen, wo mein Herz ist? Anders, Level, das ist anders, 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 anders. Zieh dich ein in der Hilton-Residenz. Am Tag 10 Mille, lebe die Scarface-Filme. Der geflüchtete Cousin. Stapel die Bündel, die scharf am Güten, sie macht. Du rennst, gemeldet einem Bürgergriff, hacke Stücke, ist auch wenn es Sünde ist. Es muss weg, kaufe Mama eine. Am Freitag ist es soweit, am 21.06. ist das Release. Wahrscheinlich wieder um 23.59 Uhr, wo sowieso die ganze Welt am Schlafen ist. Aber scheißegal, die ganzen Deutschrapper bringen um diese Uhrzeit Lieder raus. Warum macht ihr das hier, verdammt? Müsst ihr jetzt kommen. Ja, meine lieben Freunde, wie findet ihr den Track Teil 1, wie findet ihr den Track Teil 2, wie findet ihr die Rapper an sich? Würde mich mal interessieren, freut ihr euch auch so krass wie ich auf diesen Track? Ich hoffe doch, ansonsten, keine Ahnung, geht zum Arzt, macht sonst was. Ich danke euch fürs Einschalten, meine lieben Freunde, vergesst nicht zu abonnieren, vergesst nicht ein Like dazulassen und hier gibt es natürlich wieder regelmäßige Rap-News. Bis demnächst, Peace and out.